Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast, um mit mir zusammen dir anzuschauen, was für Uhren ich dieses Jahr geh- und verkauft habe und was sonst noch für mich uhrenmäßig Wichtiges passiert ist. Ich drehe dieses Video in den letzten Tagen des Jahres 2021, werde es aber wahrscheinlich erst ganz früh im Januar 2022 ausstrahlen. Ja, Hintergrund ist, dass ich das immer mal wieder bei anderen YouTubern gesehen habe, dass sie einen Jahresrückblick gemacht haben. Und bei mir war es ein ganz bewegtes Jahr 2021 und ich dachte, es wäre eine schöne Gelegenheit, das mit euch zu teilen, ganz kurz zu sagen, was ist gekommen, was ist gegangen, was ist geblieben und was ist sonst noch aus meiner Sicht für mich Bewegendes, Wichtiges passiert. Wenn es euch gefallen hat, schaut es euch gerne an. Ich bin sehr gespannt, was eure Kommentare sagen. Fangen wir an mit dem Uhrenjahr 2021 im Rückblick. Im Januar habe ich zwei Uhren verkauft und eine gekauft. Verkauft habe ich die Steinhardt Ocean 39 in Grün sowie die Gigondé Sea Ground. Beide 2020 gekauft und 2021 im Januar bereits wieder verkauft. Des Weiteren ist in meine Sammlung eingezogen die LA El Capitan, wie ihr hier sehen könnt. Nicht besonders gut ablesbar, aber ich fand den Retro-Charme der 80er Jahre einfach absolut klasse. Und genau aus diesem Grunde bleibt sie auch in meiner Sammlung, auch wenn sie ziemlich dick ist. Aber sie hat einen wunderschönen 80er Retro-Charme. Im Februar haben zwei Uhren, aus denen dann drei geworden sind, den Weg in meine Sammlung gefunden. Und zwar zum einen die Botta Uno Jubiläum 40 sowie die Guinan Duograph Classic limitiert auf 50 Stück. Das waren die beiden geplanten Zugänge im Februar. Als ich mir die Uno Jubiläum gekauft habe, hat meine Frau die Botta Nova bekommen. Aber sie kam mit dem Einzeiger überhaupt nicht zurecht. Aus diesem Grund ist diese Uhr dann später auch in meine Sammlung gewandert. Im März kam dann die Archimede Classic 200 dazu. Und das war in der Tat eine etwas ungeplante Uhr. Die hatte ich so gar nicht unbedingt zwingend auf dem Radar. Aber als dieses dressige Modell rauskam mit Leuchtmasse, Saphirglas, Wasserdichtigkeit und gehärtetem Gehäuse, da konnte ich echt nicht mehr Nein sagen. Die wollte ich unbedingt haben. Einfach weil sie mir gefallen hat, ist dann im März für relativ kleines Geld noch die Casio G-Shock GA2101 AER bei mir mit in die Sammlung gewandert. Gut, jetzt muss ich mal ein kleines bisschen Platz machen. Ich fürchte, das klappt sonst nicht, alle auf dem Bild zu haben. So, das war das. Und das ist die Casio. Die muss ich so ein kleines bisschen legen. Im April und im Mai, das waren ganz, ganz furchtbare Monate für mich, da habe ich keine Uhr gekauft. Ich habe im Juni Uhren gekauft, und zwar die Dekla Turbulenz mit dem grünen Blatt. Ursprünglich hatte sie eine schwarze Lünette, die habe ich aber gegen die Stahllünette tauschen lassen. Diese Uhr habe ich gebraucht gekauft und finde sie nach wie vor jetzt in dieser neuen Version wirklich sehr gelungen. Als nächstes habe ich mir im Juno einen ganz lang gehegten Traum erfüllt, und zwar die Sinn 910 SRS. Eine Uhr, die für mich eine ganz persönliche Bedeutung hat, die ich auch gar nicht unbedingt großartig breittreten möchte, aber das ist für mich eine ganz besondere Uhr mit einer ganz besonderen Bedeutung, und die ist im Juno zu mir gekommen. Des Weiteren hat im Juno eine Steinhardt den Weg zu mir gefunden, und zwar die Ocean 39 GMT Premium 500 Keramik. War auch getriggert durch ein Video, was ich gemacht habe, wo mir ein Zuschauer seine Uhr zur Verfügung gestellt hat.
Und ich so angetan war von der Uhr, dass ich sie dann doch tatsächlich haben wollte. Die packen wir auch mal hier an den Rand. Dann gibt es im Juno noch etwas, was mir persönlich ganz wichtig war. Im Juno habe ich auf meinem Uhrenkanal mein erstes Watch-Quiz gestartet. Ja, fand ich richtig klasse und bin ich nach wie vor stolz drauf. Auch wenn es nicht viele Klicks bekommt, so ist es doch ein Format, was sehr treue und sehr begeisterte Zuschauer hat. Im Juno habe ich auch eine Uhr verkauft und zwar die Sinn 556 I mit der roten Sekunde, als sie noch nicht rote Sekunde hieß, denn diese Sekunde hatte ich mir noch separat und auf eigene Initiative einbauen lassen. Nicht geplant war im Juli der Kauf der Stova Pro Diver. Ich hatte schon ein Video über die Uhr gemacht und war wirklich auch immer sehr angetan von der Uhr. Und als dann die Gelegenheit kam, die Uhr vergleichsweise fair zu einem fairen Preis gebraucht zu erwerben, konnte ich nicht Nein sagen und die Pro Diver hat im Juli den Weg zu mir gefunden. Ebenfalls gebraucht habe ich im August dann die Outdoor. Ah, ist sie scharf? Ich hoffe, sie ist fokussiert. Die Archimede Outdoor 39 Protect Weiß mit dem orangenen Sekundenzeiger gekauft. War ebenfalls ein sehr fairer Preis, bei dem ich nicht Nein sagen konnte. Gefällt mir sehr gut und passt auch ganz gut in meine Sammlung. Im August kam eine weitere Uhr zu mir, und zwar die Mien Voyager mit dem schwarzen Ring und den schwarz umrandeten Zeigern. Mien ist auf mich zugekommen, hat sich vorgestellt, ob ich nicht Interesse hätte mal Videos über die Marke zu machen. Hatte ich, habe ich gemacht, die Uhren haben mir gefallen und so habe ich mir diese Mien gebraucht gekauft. Meine Frau hat ganz offensichtlich mitbekommen, dass ich das gemacht habe, auch wenn sie nicht alle Videos anschaut, die ich mache, so dass sie mir zu meinem Geburtstag im September ebenfalls eine Mien bestellt hat, und zwar auch eine Voyager, aber hier mit der Stahllünette und drei Bändern, ein blaues Kautschukband, ein schwarzes und das Stahlband. Da das Stahlband hier dran ist und ich etwas Farbe gerne haben wollte, habe ich hier das Blaue dran gemacht vor 2, 3 Tagen, um mal zu schauen, ob ich nicht doch vielleicht mich mit Gummibändern etwas längerfristig anfreunden kann. Das war der August, was die Uhren betrifft, mit einer kleinen Ausnahme, denn im August ist mein erster Podcast live gegangen. Ein Format, was mit YouTube-Videos nichts zu tun hat. Und trotzdem, so ist mein Eindruck, doch so manche Interessenten hat und auch immer wieder gerne gesehen wird. Im September habe ich noch eine Uhr bestellt, die aber erst im Dezember ausgeliefert wurde, und zwar war das die Circula Supersport von Cornelius Huber. Ich hatte das große Glück, zu der Uhr befragt zu werden, noch bevor die Abstimmungen im Uhrforum und auf der Circula-Webseite losgingen. Ich wusste also sehr früh, dass die Uhr kommt und wie sie ungefähr aussehen wird. Und sie hatte mich vom ersten Augenblick gefangen und ich war vom ersten Augenblick richtig begeistert. Also war es auch klar, dass ich sie mir im September bestellen werde. Und im Dezember ist sie dann ausgeliefert worden, die Circula Supersport. Wie gesagt, ich finde es eine wunderschöne Uhr und bin richtig begeistert von dieser Uhr. Und im September im Urlaub kam dann noch eine Uhr tatsächlich in meine Sammlung, nicht nur bestellt, sondern auch angekommen. Und zwar ist das die Seiko Ninja Samurai, ein Spontankauf im Urlaub. Und nicht alle Spontankäufe werden gut, aber diese Uhr ist wirklich klasse und bereitet mir auch jetzt immer noch sehr viel Freude.
Das war der September. Im Oktober ist mal wieder gar nichts passiert, was Uhrenkäufe oder Verkäufe betrifft. Dafür war ich auf der Watchtime. Die Watchtime 2020 ist ja ausgefallen, aber 2022, 21 gab es die Watchtime und 22 soll sie auch kommen. War ziemlich klasse, habe ein relativ langes Video gemacht und super viele interessante Gespräche geführt. Im November ist dann bei mir tatsächlich noch eine neue Uhr eingezogen. Und zwar ist das die Circular AquaSport 2. Die AquaSport 1 hatte ich mir schon 2020 gekauft. Und hier finde ich es unglaublich klasse, wie super die Innenlünette leuchtet. Gefällt mir richtig gut und auch eine Uhr, die ich wirklich extrem gerne trage. Ja, dann kam noch eine Uhr im November und zwar die Jean Marcel Accuracy, eine Uhr, die ich mir auch vergleichsweise spontan gekauft habe in der Black Friday Week. Das war ein Preis, bei dem man, glaube ich, nicht so furchtbar viel Verkehr macht bei dieser Uhr und dem Werk. Ich habe hier nicht so viele Dresser und darum war ich ganz froh, diese Uhr tatsächlich auch meiner Sammlung hinzufügen zu können. Den Dezemberzugang mit der, ich mache mal was größer, so rum, so. Den Dezemberzugang mit der Supersport, den hatte ich euch ja schon gezeigt. Was aber im November noch passiert ist, ich habe mein bis dahin aufwendigstes und längstes Video gedreht, und zwar meinen On-Site-Bericht bei Botta. Extrem aufwendig für meine Verhältnisse und ich war absolut froh, als dieses Video endlich fertig war, denn ich habe in kein Video jemals so viel Arbeit gesteckt. Eigentlich habe ich es, wenn ich es mal Revue passieren lasse, noch nie in einem Monat mit allen Videos, die ich in einem Monat veröffentliche, so viel Arbeit reingesteckt, wie ich in dieses einzelne Video gesteckt habe. Auch wenn es filmisch vielleicht nicht perfekt ist, der Inhalt ist, glaube ich, wirklich gut geworden und ich bin noch ein bisschen stolz drauf. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch das gerne einmal an. Geht über eine Stunde, aber ich glaube, es ist wirklich wert, dass man es sich anschaut. Ja, wie gesagt, gekauft habe ich dann keine mehr. Das stimmt gar nicht. Eine habe ich noch gekauft, aber die ist noch nicht gekommen. Und zwar kam im Dezember von Laco eine limitierte Version als Vorbereitung auf das 100-jährige Firmenjubiläum. Und zwar ist das die Laco Edition 96, basierend auf den Sportmodellen, aber hier als monochrome Variante mit schwarzem Gehäuse und ohne farbliche Akzente, was mir auch wieder sehr gut gefallen hat. Die wird dann im Januar ausgeliefert und dann gibt es im Januar auch die Vorstellung dieser Uhr mit dem entsprechenden Video One Week on the Wrist. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Jahresrückblick gefallen. Ihr könnt mir gerne schreiben, welche meiner Neuzugänge im Jahr 2021 eure Favoriten sind. Ob ihr der Meinung seid, dass vielleicht noch irgendwas fehlt. Ihr kennt ja so ein kleines bisschen meine Sammlung. Das ist ein Ausschnitt dieser Sammlung. Und lasst mich gerne wissen, was ihr darüber denkt. Ja, das war also mein Jahr 2021. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch kurz in die Kommentare schreibt, was bei euch so gekommen und gegangen ist, was geblieben ist und wie es bei euch so war. Interessiert mich wirklich brennend. Ansonsten bleibt bitte gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss. Euer Axel.